Ich suche das unbestimmte Integral, also irgendwas so f von x plus c, und das riecht nach einem Trick f' durch f, aber das ist es nicht. Integral dx, weil da müsste da oben die Ableitung vom unteren stehen. Wenn ich das da unten ableite, habe ich ja 6t Quadrat minus 2 oben. Wenn ich mir das anschaue, das ist aber t Quadrat minus 1, da komme ich nicht hin. Ja, also der Weg ist es nicht. Und was man vielleicht gleich sehen könnte, aber was auch ein bisschen, weil es so einfach ist, ein bisschen schwierig, ein bisschen gemein ist, ist das Binom. Ja, ist gleich Integral. Ans Ausklammern sollte man schon denken. Ja, es ist, schreit nach Ausklammern 2 mal t, Klammer auf t Quadrat minus 1. Und jetzt sollte man entweder sehen, dass es da unten der dritte Binom ist. Es ist a Quadrat minus b Quadrat. 1 ist ja 1 Quadrat, also plus b mal minus b. Oder oben kann ich es auch zusammen multiplizieren. Ja, so. Und da habe ich jetzt a plus b mal minus b ist a Quadrat minus 1 Quadrat. Und dann kürzt sich das hier alles weg. Ja, hier noch dt. Und hier Platz schaffen. Und wenn oben nichts mehr ist, dann bleibt die 1. Und dann wird es schön. Also Integral 1 durch 2t. Nee, mehr ist es nicht. Langer Bruchstrich für nichts. Also der Trick war, Ausklammern sehen, vereinfachen, dann erst die Stammfunktion suchen. Ja. Und das schreibe ich jetzt ein bisschen netter. Das ist Integral 1 halb mal t hoch minus 1 dt, t hoch minus 1. Wenn ich es versuche hochzuleiten, geht es nicht. Also beim Hochleiten ist ja beim Exponenten so ein plus 1. Und wenn ich merke, es geht nicht, dann fällt mir ein, das war doch der ln. 1 halb ln Betrag von t für r plus c. Weil es das unbestimmte Integral ist und fertig. Und das ist die Lösung.